Willkommen zurück bei 2D Zocken. Es geht weiter mit unserem Let's Play zu Shadow of the Tomb Raider. Wie immer, an meiner Seite die wunderhübsche Lotte. Hallo. Hallo. So, ich starte einfach. Ja, das immer wieder. Ich starte einfach, habe ich mir so gedacht. Wir sind in einem geheimen Wurfzeltlager. Wurfzeltlager, meine Güte, besser als gedacht. Wegen Zeltlager. Wegen Zeltlager. Ich dachte gerade, oh, jetzt ist die Wurfzeltgeschichte aber auch schon ein bisschen ausgelutscht. Aber nein, Zeltlager ist jetzt nochmal richtig gut gewesen. Ich glaube, das war der letzte, der ging. alle kommenden werden schlecht. Mom. Hier unter dem wachsamen Auge eines der Fürsten des Todes liegt das Tor nach Xibalba, das alle Reisenden auf dem Weg von diesem in das nächste Leben durchschreiten müssen. Ich fände es auch gut, wenn sich der Sprecher einfach mal versprechen würde. Nach Xibab was? Ja, so gibt's Outtakes von Synchronisationen? Heißt das so? Gibt's eine Mehrzahl von Synchronisation? Oh Gott, David, müssen wir jetzt über 100 Berge und Schluchten wieder zurück nach oben? Über 100 Schluchten. Geh! Ja, da weht wohl ein laues Lüftchen, hätte ich gesagt. Okay, und jetzt müssen wir nach rechts. Gut. Und dann gucken wir mal. Ja. Hast du gerade die Ladezeit gesehen? Verdammt gut. Das ging flott. Hab's auf die SSD gelegt, das Spiel. Jetzt ist das ganz schnell von Ladezeiten her. So war mir das. Es sei denn, manchmal sind ja in Ladebildschirmen so gute Sachen geschrieben, dass es dann fast schon doof ist, wenn man zu schnell lädt, weil man das gerne noch fertig gelesen hätte. Das ist nicht oft. Oft ist es, wird man ja zugemüllt mit irgendwelchen völlig offensichtlichen Scheiß. Ich finde, da kommt ein Ladebalken hin. Oder so eine Ladedreh. Fände ich auch gut. Und wenn es fertig ist, ist dann X fortfahren. Das wäre gut. Und wenn ich nicht will, lese ich das noch fertig. Ja. Und dann bleibt für immer in diesem Wartemenü. Gibt es wieder ein Kräuterrezept oder wie? Noch ein bisschen Wahrnehmung, die wir nicht benutzen. Sitz des Adlers. Verbessert die Kletterfähigkeit, wodurch sie beim Klettern schneller bewegen können. Das haben wir jetzt einfach. Ich finde es schon cool. Das ist voll gut. Wir haben das Grab jetzt hier abgeschlossen und haben dafür die Fähigkeit bekommen. Ja, nice. Die hätten wir nicht ohne das Grab. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, so habe ich das auch verstanden. Dass das diese Dinger sind, die wir nicht im Skilltree haben und da dementsprechend auch nicht skillen können. Ich glaube, wir haben sie schon drin, aber die sind gelockt mit Grab. Aber das schauen wir uns gleich an. Doch, ich glaube, das waren noch die Fähigkeiten, wo diese Bücher da waren. Die Story-Fähigkeiten? Mhm. Ja, könnte sein. Wie, weiß ich nicht. Können wir uns gerne angucken. Hakenaxt. Himmel, Herrgott, was war das denn? Ja, wenn es keinen stört, dass die da jetzt ewig weit runter... Wenn ich auch nur entfernt ist, dann wüsste, wo wir sind, ne? Ich glaube, den Jonah finden wir nie wieder. Das war's jetzt. Wir hätten uns richtig verabschieden sollen. Vielleicht nochmal drücken, ein Küsschen oder so. Ciao. Für immer. Ciao, Bella. Schönes Leben noch. Ich weiß, wo wir sind. Da wollte ich vorhin verkrampft hoch. Ja, dann können wir auch noch mal in die Richtung hier. Schon auf dem Weg. Ja, wir haben doch gesagt, wir wollen uns das noch mal kurz anschauen. Vielleicht gibt es da noch irgendeinen Geheimweg. Naja, aber wenn es da keinen gäbe, dann wäre ich aber sehr überrascht. So, die haben wir ja schon ausgelöst. Hm.
Kannst du jetzt auch nochmal schaukeln üben? Das ist echt nicht einfach. Du musst 4 Tasten drücken zum Schaukeln, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Okay, ist einfacher als ich. Ich hab's jetzt erst verstanden. Okay. Okay. Hast du 2 gedrückt? Ich hab R2 danach fürs Zurückschwingen gedrückt und es ist völlig überflüssig. Oh, okay. Ich dachte, es gibt eine Taste fürs Vor. Für vor und für zurück. Ja, hätte ich auch gedacht. Weil normal schwingen geht nicht, das ist zu komplex. Hui, ui, ui, war das knapp. Naja, aber du kannst ja auch nicht einfach in der Luft stehen bleiben, wenn du nur in eine Richtung willst. Auge des Adlers? Sitz des Adlers, sie können schneller klettern. Schau hier, Herausforderungsgrab-Belohnung. Die kann ich so nicht freischalten, sondern nur mit irgendeinem Grab. Schön, ja. Freut mich. Wasser, Luft anhalten, halte ich jetzt nicht so viel von. Aber ich habe das letzte Mal geskillt. Du darfst jetzt mal sagen, welche Kategorie du möchtest. Oh, das ist so schwierig, wenn man du sich da nicht Fuchs, du. Selbst durchklicken kann. Ich glaube, was... Schalte die nächste Waffen-Upgrade-Stufe frei. Nicht schlecht. Da wäre ich dafür. Jetzt haben wir auch gerade 2. Lass uns das doch machen. Gerne. Schauen wir doch mal bei Upgrades gleich nach, oder? Ja, bitte. Die beiden haben keins. Aber wir haben jetzt hier 2 Upgrades. Hatten wir davor auch schon. Ach. Okay. Kann es sein? Ich habe jetzt keinen Mauszeiger, um das. Habe ich einen Mauszeiger? Moment. Seht ihr den? Ich glaube, oh, das ich da wird nicht mit aufgenommen. Wahrscheinlich nicht. Nee. Dann kann ich es dir kurz zeigen. Ja. Ich glaube, das ist Stufe 1, 2, 3, 4. Die nächste Waffenstufe. Oder verschiedene Bögen. Ich glaube nämlich, dass die exakt darunter stehen. Dass das eine Stufe 4 Fähigkeit ist. Könnte sein, weiß ich nicht. So, Knockpunkt, was bringt denn das? Ermöglicht ein schnelles Auflegen der Pfeile. Ja, komm. Nimm mal mit. Puma-Haut brauchen wir dazu noch, wenn ich das so richtig deute. So, was macht das? Okay. Egal. Wir haben es geskillt. Das war die Verbesserung von dem schneller Zielen. Spannen wird leichter. So. Wir mussten jetzt hier durch, gell? Ja, waren wir so weit, bis wir... Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon, ja. Sonst einfach ein bisschen umgucken. Wenn wir irgendwo sind. Ah, ja, wir sind richtig. Ich denke schon, ne? Und hier konnten wir jetzt, glaube ich, auch nach rechts. Nee, hier wollten wir nach rechts, ging nicht. Aber wir können jetzt hier rüber. Und dann unten nach links. Ja, genau. So, schauen wir mal, ob sich's lohnt. Na, das lohnt sich immer. Das ist echt nur ein Shortcut dahin. Jetzt hast du dich ja durchgemuggelt, Lara. Gut, dass wir da halt wieder schneller zurückkommen, nehme ich an. Ja, es, so viel wie da auf der Karte ist, vielleicht kommen wir nochmal vorbei später, ne? Wer weiß. Ja.
Sind wir sicher, dass wir hier noch nicht waren? Hier waren wir jetzt schon. Wir sind von weiter oben her geschlittert und jetzt sind wir von links dahin geschlittert. Okay. Je. Na gut. Naja, dann können wir das auch abhaken. Hui. Mit den Federn. Wie schön. Oh Mann. Ja. Aber wenn da jedes Outfit dann komplett eigens designt ist, freue ich mich ja auf ein paar, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich echt auf die Outfits. Und, also, viel schlimmer kann es eigentlich fast nie werden. Dann finden wir ja doch noch zurück zum Jonah. Und wir haben echt nicht gebraucht. Nee. Das hat schon so gepasst. Aber der hätte ja auch gar nicht durchgepasst. Ich weiß gar nicht, wie der sonst uns über 3 Berge und 5 Schluchten wäre der zu uns noch gekommen. So ein Maya-Altar und... Und was? Ein altes Lager. Verfallen. Wir sollten weitergehen. Ja. So, jetzt mal, ich habe erstmal was für die Lotte. Die bekommt jetzt hier... Folge dem Herz der Schlange. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Knochenoutfit. Schön. Wolltest du doch anziehen, oder? Ja. Ah, ist schon cool, dass die Outfits, die man baut, einem dann auch so Fähigkeiten geben. Da könnten wir uns das genau auf unseren... Ich hoffe ja, dass es so viel RPG-Elemente hat. Auf unseren Spielstil anpassen, ob wir jetzt schleichen oder Bogenschießen oder... Beides. Na, ne? Da hat es aber gerade ein wenig gehangen. Ja, das wäre schon cool. Und Jonah stört es jetzt irgendwie nicht, dass wir da jetzt so ein Elch auf dem Kopf haben, oder wie? Eins. Nee, der hat doch selber eine interessante Schüsse. Lara! Nimm die Leuchtpistole! Oh Gott! Der beißt uns im Rücken rum! Wenn man Bogen. Oder sollen wir versuchen, dem wieder ins Ohr zu schießen? Zu Stocher? Das war eine Filmsequenz. Weißt schon. Das habe ich nicht in der Hand. Ja, aber vielleicht sollte das uns ja auf was hinweisen. Ich habe kein Messer. Als Waffe. Ach, das können wir nicht nutzen. Nicht, dass ich wüsste, ne? Wenigstens ist der jetzt gefallen nach ein paar. Das wusste ich. Alles gar in Ordnung? Nicht. Los, hilf mir. Immer wenn wir das Messer oder so genommen haben, war da Dreieck gestanden für Silent Kill und sowas. Aber ich kann das Messer nicht ziehen. Ah, okay. Dein Rücken sieht übel aus. Ich baue für uns ein Lager auf. Die taffe Lara. Jetzt Krallen hat wegen dem Outfit. Lass mich mal sehen. Ja, das finde ich nicht so gut. Aber den Rest vom Outfit finde ich super. Das sieht übel aus.
Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Gern. Er fehlt mir. Karin sieht ja schrecklich. Ich weiß. Ja, die erinnern an lange Fingernägel bei Frauen, ne? Wie meine Eltern. Jupp. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Der steht doch auf die Lara. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, mach du deine Matheaufgaben. Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach es gleich, Dad! Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch. Bestien kreuzen den Weg unserer Heldin. Ob sie blutrünstig sind? Das sieht wie eine Figur aus dem Spiel aus, das Mom und Dad immer gespielt haben. Aber was hat sie hier draußen auf dem Spielplatz verloren? In den Sockel ist ein A eingeritzt. Es steht für Emilia. Ich vermisse dich, Mama. Jetzt sind wir die kleine Lara Croft. Ach, wie schön. Ja, da können wir die Welt der kleinen Lara Croft erforschen. Ja. Und wann, lieber David, machen wir das? Ich glaube ja fast, dass wir das erst morgen machen. Und zwar, ich hätte um 18 Uhr Zeit. Ja? Ja. Da muss ich mal gucken, aber es könnte klappen. Boah, die
nicht nur ein Baumhaus dahin gezimmert bekommen, sondern eine Baumburg? Die hat da alles. Alles. Und jetzt wissen wir auch, wie die ihre teuren Expeditionen finanziert. Die ist einfach stinkreich. Die Frau ist stinkreich. Und Jonah kriegt wahrscheinlich was ab. Ja, sonst könnten die nicht einfach überall hinfliegen und Gräber ausrauben. Nee, wie sagt man so schön? Man muss reich sein, um verrückt zu werden. Mit diesen weisen Worten verabschieden wir uns in den Abend. Naja. Ja, und morgen spielen wir die kleine Lara mit euch. Wie zur gewohnten Zeit, wie immer um 18 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.